Im Februar letzten Jahres sollte der thüringische Ministerpräsident neu gewählt werden. Die AfD entschied sich nach zwei Pattausgängen nicht mehr für ihren Kandidaten Christoph Kindervater, sondern für den FDP-Mann Thomas Kemmerich zu stimmen. Dieser erlangte aufgrund dessen mit einer Stimme Vorsprung 45 zu 44 die Mehrheit gegenüber Bodo Ramelow und nahm die Wahl auch an. Was dann passiert ist, daran brauche ich euch nicht erinnern. Eine Regierungskrise, bei der selbst die Kanzlerin höchstpersönlich noch auf ihrer Afrika-Reise vor die Presse trat und verlautbarte, dass diese Wahl rückgängig gemacht werden muss. Mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich, dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Wie genau man eine demokratische Abstimmung wieder rückabwickelt, verriet sie dabei zwar nicht, aber es dürften sich Antifa-Schlägertrupps durchaus angesprochen gefühlt haben, sodass diese die Familie des frisch gekürten Kemmerichs bedrohten. Der Druck seitens der Medien, der eigenen Parteikollegen und auf der Straße wurde so groß, dass Kemmerich nach nur einem Tag seine Entscheidung, die Wahl anzunehmen, revidierte. Er trat zurück, mittlerweile ist Ramelow wieder Ministerpräsident von Thüringen. Hat also alles nichts gebracht, Kemmerich konnte sich nicht durchsetzen, Stalingenosse Ramelow ist und bleibt weiterhin Ministerpräsident von Thüringen. War also alles für die Katz. Ist das so? Nicht ganz. Die Linken haben sich wieder mal als schlechte Verlierer offenbart. Die FDP hat der ganzen Nation gezeigt, wie sie zu ihren eigenen Werten steht. So hat sich Christian Lindner zum Beispiel bei Bodo Ramelow, nachdem dieser wiedergewählt wurde, bedankt. Und Merkel hat der ganzen Welt gezeigt, was sie von demokratisch legitimen Wahlen hält. Kurz, die angeblich lupenreinen Demokraten haben uns ihr wahres Gesicht gezeigt. Wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber sie dazu nötigen, immer dreister zu lügen und zu betrügen. Dieser Vorfall hat unter anderem zu zahlreichen FDP-Parteiaustritten geführt und dazu, dass die FDP bei den darauffolgenden Hamburger Senatswahlen an der 5%-Hürde gescheitert ist. Und was viel wichtiger ist, für viele Menschen dieses Landes war dieses Ereignis eine Art Weckruf. Das sehen teilweise sogar Linke und Grüne so. Also was ich noch sagen will zur AfD, ich finde es, was in Thüringen gelaufen ist, absolut undemokratisch. Es kann nicht eine Frau Merkel von Berlin aus sagen, hallo und ihr dürft die nicht wählen. Das ist sowas von undemokratisch. Sind wir eine Monarchie? Also Entschuldigung. Ich bin eigentlich in meiner Seele ein Grüner. Ich möchte die Natur bewahren. Aber was da läuft... Undemokratisch. Dieses Ereignis hat eine zivile Wachrüttelfunktion und das geht einzig zurück auf die Mannstärke und das parlamentarische Handeln der thüringischen AfD. 45 zu 44. Diese eine Stimme Vorsprung hätte die AfD im Übrigen nicht haben können, hätten der Fraktion auf Länderebene nur knapp 11.000 Stimmen gefehlt. 11.000 Stimmen, die den Unterschied machen zwischen Aufwachen und Weiterschlafen. Ein paar Worte zur aktuellen Gesetzeslage, was Wahlen anbelangt. Zum einen... Es gibt keine Mindestwahlbeteiligung. Und was in irgendwelchen Reichsgesetzen vom vergangenen Jahrhundert steht, das interessiert die etablierten Institutionen mit Verlaub einen Feuchten, wenn die sich ja möglichst noch nicht einmal an ihren eigenen Regeln stören. Zum anderen, viele sind dem Irrglauben verfallen, dass nicht abgegebene oder ungültige Stimmen im Parlament insofern berücksichtigt werden, als dass diese Abgeordnetenplätze dann leer bleiben. 20% nicht gültige oder nicht abgegebene Stimmen. Also folgt daraus, dass nur maximal 80% der Bundestagsmandate vergeben werden können und die restlichen Plätze frei bleiben müssen. Das ist falsch. Die werden ihre 700 Abgeordneten dennoch aufstellen, ob 12 oder 12 Millionen wählen gehen, spielt dafür keine Rolle. Die Frage ist nur, wie hoch ist der Anteil an Sitzen, die durch den Stachel im Fleisch, also der AfD, besetzt werden. Du hast die Wahl zwischen dem hier oder dem hier. Nicht zwischen dem hier und erst recht nicht zwischen dem hier. Ich habe zuletzt eine Umfrage an meine Telegram-Follower gerichtet, bezüglich der Gründe, seine Stimme nicht abzugeben. Welche Gründe gibt es, die Wahl zu verweigern? Als erstes Wahlbetrug und oder Wahlmanipulation. Ja, das gibt es, es sind Fälle bekannt aus der Vergangenheit oder hier über Briefwahl. Die Frage ist, zwingen wir sie, das Ergebnis von 20% auf 18% oder von 14% auf 12% runter zu fälschen? Nur weil sie uns ein paar Prozentpunkte wegnehmen können, legen wir uns nicht gleich wie ein Käfer auf den Rücken und geben die restlichen 95% der Stimmen auch gleich kampflos mit her. Und, aber das nur am Rande, es kommt raus.
Und wenn es rauskommt, dann rüttelt es wieder einige Menschen mehr wach, Stichwort Weckruf. Zudem kann Wahlbeobachtung hier Abhilfe schaffen. Das kann auch jeder machen, Links und Informationen sind unten in der Videobeschreibung. Nächster Punkt von Wahlverweigerern. Es ändert eh nichts. Das politische Resultat ist das gleiche. Es macht keinen Unterschied, ob ich zur Wahl hingehe oder nicht. Also erstens, wenn es sowieso keinen Unterschied macht, ja, dann kann man ja auch hingehen und es probieren. Schaden kann es allemal nicht. Und dass ihr zu faul dafür seid, das scheint ja glücklicherweise nicht der Fall zu sein. Zum anderen, wenn man sich die Anträge und das Abstimmungsverhalten der einzelnen Fraktionen anschaut, dann ist sehr wohl themenweise ein Unterschied festzustellen, insbesondere zur AfD in Migration und Asylfragen. Wenn Wahlen nichts bringen, warum setzen etablierte Häuser sowohl aus der freien Wirtschaft als auch aus den Öffentlich-Rechtlichen alles daran, dass die AfD schlecht abschneidet? Bereit, weil ihr es seid, so viele gute Gründe, warum ich wählen geh. Mach auch du dein Kreuz, wohin du willst, nur nicht bei der AfD. Ihr könnt wählen zwischen Nichtstun oder Wehtun. Je stärker die AfD ist, desto schwieriger wird es für den Rest, ohne die AfD Mehrheiten zu holen. Mehr Mandate bedeuten mehr Einflussmöglichkeiten bei Bundestagsabstimmungen. Das wird nicht gleich die Republik auf den Kopf stellen, aber es sind sukzessive Veränderungen. Ich glaube, ein wesentliches Hemmnis zum Aktivwerden ist die Resignation, weil man nicht alles jetzt gleich und sofort komplett ändern kann. Aber erstens brauchen Entwicklungen ihre Zeit und zweitens ein bisschen dagegenhalten ist immer noch besser als komplett aufgeben. Ihr habt die Wahl, ob das Parlament so oder so aussieht. Das ist die einfache Wahrheit. Es ist nicht dasselbe für die Regierung, ob für die AfD so. Stattdessen wollen wir Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung in Europa. Oder so applaudiert wird. Kriminalität auf unseren Straßen, meine Damen und Herren. Ihr wollt diese Akteure auf die Palme bringen, dann gibt es nur eine Wahl. Was ist euch lieber, wenn ihr wählen müsst? Ich will aber mit meiner Stimme das System nicht legitimieren. Die Wahrheit ist, das System ist auf deine Stimme als Legitimation nicht angewiesen. Dafür müsste die Wahlbeteiligung bundesweit auf 0,0% sinken und dass das ausgeschlossen ist, ich glaube, das brauche ich nicht auszuführen. Das System legitimiert sich aufgrund aktuell geltender Rechtslage. Wie gesagt, es gibt keine Mindestwahlbeteiligung. Und dadurch, dass die Medien diese Legitimation anerkennen. Es sei denn, man will mit diesem Argument einen inneren Gewissenskonflikt zum Ausdruck bringen. Dann muss man abwägen, ob man das für sich tragen kann. Aber auch dann muss man sich entscheiden. Entweder man beißt in den sauren Apfel und überwindet seinen Gewissenskonflikt, oder man nimmt zerstörerische und volksfeindliche Politik in Kauf. Dass uns diese bevorsteht bei Rot-Rot-Grün und gleichzeitiger 6% AfD, ich glaube, das bedarf keiner weiteren Erläuterung. Nächstes Argument. Deutschland ist ein besetztes Land, nicht souverän, hat keine eigene Verfassung und damit sind dieser Staat, seine Republik und seine Wahlen nicht legitim. Metapolitische Macht hängt von Anerkennung ab. Und unabhängig von der historischen faktischen Lage, so ist es leider, wird man mit dieser resignierten Haltung das System kein bisschen zu seinen Gunsten verschieben können. Deswegen halte ich Informationen über Reichsgesetze von 1930 oder dem, was Ronald Reagan kurz vor der Wende gesagt haben soll, oder irgendwas, was für diese Regierung und ihre Hegemonie nicht von Belangen ist, selbst wenn es faktisch korrekt ist, mindestens zum aktuellen Zeitpunkt für irrelevant. Die historische Faktenlage ist egal, sie mag sogar richtig sein, aber sie wird euch nichts nützen, weil wir nicht den Luxus haben, die öffentliche Debatte nach unserem Belieben thematisch zu dominieren. Und wenn wir nicht gar nichts bewegen wollen, dann müssen wir dahin, wo der Unterdrücker ist. Er wird nicht zu uns kommen und uns nach unseren Wunschthemen fragen, sondern wir müssen ihn auf seinem Terrain in seiner eigenen Hülle schlagen. Es ist so, als würden wir hier ein Tennismatch austragen und du wendest ein, dass der Wettkampf nicht gemäß deiner Monopoly-Regeln abläuft. Das Spiel wird weitergehen und ziemlich eindeutig entschieden werden, während du noch dein Monopoly-Geld zählst. Das soll nicht despektierlich sein gegenüber den anderen Themen, aber es ist so. Auch die Themenlage verschiebt sich sukzessive Schritt für Schritt. Das heißt, selbst wenn die verfassungsgebende Versammlung als Schlagzeile in der Tagesschau dein Ziel ist, was glaubst du, wie du dich diesem Ziel am ehesten annäherst? Mit den Blockparteien, für die ihr im Übrigen nur Spinner seid, oder einer altrechten Splitterpartei,
deren Stimmanteile Richtung 0% gehen, mit Wahlverweigerung, was wie dargelegt effektiv gar nichts bringt, oder mit der AfD, mit der dieses Thema zumindest die Chance hat, langfristig sarg- und verhandelbar zu werden, was bis hierhin bereits ein großer Erfolg wäre. Ich weiß, das denken viele über die AfD, sie sei eine gesteuerte Opposition. Aber das hier ist der letzte große Erfolg der AfD. Und das hat was bewegt. Es hat bundesweit Menschen wachgerüttelt. Welche Erfolge über die letzten Jahrzehnte habt ihr mit eurer Strategie vorzuweisen? Ich sage euch offen und ehrlich, wie ich das empfinde. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Verfassungsschutz oder Linke solche Ideen streuen oder Fährten legen, weil es massivst der einzigen Partei schadet, die selbst euren Interessen zumindest in signifikanter Relevanz am nächsten kommt. Also gefühlt haben manche Menschen für jede Lösung ein Problem parat. Nächste Option, Qual der Wahl. Eine Partei ist doofer als die andere. Wahlen sind immer ein Kompromiss zwischen den eigenen persönlichen Belangen und dem gegebenen Angebot. Es sei denn, du hast die Partei selbst gegründet. Aber selbst dann wird sie innerhalb von kürzester Zeit durch andere Akteure bevölkert und auch inhaltlich beeinflusst. Selbst ein Alexander Gauland, der zu den Gründungsmitgliedern der AfD gehört, wird Kompromisse innerhalb der eigenen Partei machen müssen, so ist es nun mal in einer Gruppendynamik. Am meisten Gewicht verleihst du deiner Stimme, wenn du einer der etablierten Parteien beide Stimmen gibst. Darunter zähneknirschend das geringste Übel wählst. So geht es den meisten, da bist du nicht alleine. Nächster Punkt, der Drops ist eh gelutscht. Der Drops ist eh gelutscht, sagten 3% der Wahlberechtigten. 3%, die den Unterschied machen können zwischen Opposition oder Regierung. 4% haben Sonstiges angegeben. Immerhin, 61% meiner Telegram-Follower gehen wählen, zu 75% die AfD. Es ist nur konsequent angesichts dem Ernst der aktuellen Lage. 6% wählen irgendeine Splitterpartei. Was soll das bringen? Auch das sind verschwendete Stimmen, die höchstens das eigene Gewissen beruhigen sollen, wenn ihr mich fragt. Gar nichts tun bringt gar nichts, das System ist zu dekadent, du kannst es höchstens auf deinem eigenen Terrain schlagen und dann auch nur durch Konfrontation mit den eigenen Widersprüchen. Nur das weckt auf, nur das rüttelt die Menschen wach, siehe Thüringen. Indirekt sind Wahlverweigerer sogar Helfer der Altparteien, die freuen sich nämlich über eure Wahlverweigerung, im Übrigen auch völlig unabhängig von euren Beweggründen. So wie sie sich umgekehrt darüber ärgern, wenn wir geschlossen ein Gegengewicht setzen. Ich zähle auf euch und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat mein Beitrag gefallen. Wenn du auch deinen Beitrag in dieser Zirkusdemokratie leisten willst, dann lass mir gerne deine Unterstützung via PayPal oder Patreon da. Um keiner meiner Videos zu verpassen, abonniere Axost West auf YouTube und folg mir gerne auf Telegram.